kommt. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Vincent hier, Willi hier. Wir haben beschlossen, wieder ein Video zusammen zu machen, weil das immer so schön gut funktioniert und wir uns so toll verstehen und das alles so super witzig ist. Das letzte Video kam auch sehr gut an. Da haben wir uns sehr gefreut und deswegen haben wir uns gedacht, denken wir uns was Neues aus. Und bevor ich jetzt wieder hier um heißen Brei rumrede, heute geht es darum, dass ich Schuhe erraten muss aus meinem Kleiderschrank, aus meinem Schuhschrank. Natürlich sehe ich die Schuhe nicht, denn dafür gibt es das hier. Also mir werden die Augen verbunden und ich muss aus einer Auswahl von 5 Schuhen aus meinem Schrank 3 richtig erraten, mindestens, um dieses Spiel zu gewinnen. Die werden natürlich von Vincent ausgesucht und ich sage es an dieser Stelle nochmal, ich weiß von gar nichts. Also das läuft auch alles ehrlich und fair ab hier, hoffentlich. Genau, und wenn ich mindestens 3 aus 5 richtig errate, gibt es einen Deal zwischen uns beiden. Das kann Vincent jetzt gerne mal erzählen. Ja, und zwar habe ich gedacht, was wäre das hier ohne Einsatz? Man muss ja auch eine kleine Bestrafung haben. Das heißt, wenn Willi verkackt, habe ich die Ehre, mich auf Willis Haut zu verewigen. Und zwar darf ich ihn tätowieren. Der Fairness halber darf er das dann aber auch. Und da kommt es jetzt, wird es schwierig. Und zwar kann ich wenigstens ein bisschen tätowieren. Willi kann es, glaube ich, gar nicht. Ich bin gespannt. Also ich hoffe einfach nur, dass ich gewinne. Und ja, viel Spaß. Ich habe es noch nie gemacht. Er hat es schon ein paar Mal gemacht. Er hat schon so ein bisschen Skills. Aber wenn ich damit anfange, also ich habe jetzt eine sehr zittrige Hand, würde ich jetzt auch mal sagen. Und also keine Ahnung, da kann schon was Lustiges bei rauskommen. Da muss ich mir noch überlegen, was ich... Ja, Anti-Style ist ja auch geil. Aber erstmal gucken, genau. Ich bin mir ziemlich siegessicher, aber das kann natürlich auch komplett nach hinten losgehen. Wir hatten die Tage schon mal so einen kleinen Testlauf gemacht, nicht mit meinen Schuhen, dafür mit anderen. Und da habe ich kläglich versagt auf jeden Fall. Von daher, lasst uns überraschen und let's go. Wir haben das natürlich getestet vorher. Ja, mach selber, Alter, ich habe keine Ahnung. Wir haben das natürlich getestet vorher. Und ich möchte absolut ehrlich sein, weil die Blöße gegen Vincent zu verlieren, der gar keine Ahnung von Schuhen hat, kann ich mir eigentlich nicht geben. Ich hoffe, ich lehne mich jetzt wie gesagt nicht zu weit aus dem Fenster und ich kann euch nur sagen, ich sehe absolut gar nichts. Also das ist auch ganz ehrlich so, wenn ich jetzt so gerade ausgucke, ich sehe nur schwarz. Aber lasst es uns einfach mal probieren, ich sehe nichts und ja. Auf geht's. Wir fangen jetzt an mit dem ersten Schuh. Wie gesagt, 3 aus 5 muss ich richtig erraten. Ja, du wirst schon gar nicht mehr gefilmt, Kunde. Achso. Ja. So, naja, Willi hat ja hier ein paar Schüchen stehen, wie man sehen kann. Das Gute ist auch, das ist der einzige Grund, warum wir befreundet sind, weil wir dieselbe Size haben und ich deswegen immer die alten Modelle abstaube, das ist richtig gut. Wichtig ist hier natürlich, ich will ja auch fair bleiben, ich könnte natürlich jetzt 5-mal denselben Schuh nehmen, aber immer in demselben Colorway, das wollen wir natürlich nicht machen, deswegen gucke ich, dass ich hier so ein bisschen so eine gute Bandbreite habe an Schuhen, die auch unterschiedlich aussehen. Ich kann das Spiel natürlich auch umdrehen. Ich entferne einfach 5 Schuhe hier aus der Wand und du musst dann am Ende raffen, welche ich geklaut habe und alle die du nicht rettest, darf ich behalten. Was hältst du davon? Naja, wäre schon eine gute Idee, ne? Aber dann müssen wir uns ein Preislimit setzen, ansonsten, keine Ahnung, ertrage ich das glaube ich nicht, wenn ich dann falsch liege. Naja, das wird schwierig. Wenn sie dann 2 Tage später bei Grailed online sind. Ja, also 4 haben wir schon mal. Komm, mach's nicht so spannend, Großer. Ja, komm. Also wie ihr seht, ich, keine Ahnung, ich blick überhaupt nichts. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, ob ich gefilmt werde. Ich bin schon ganz aufgeregt übrigens. Pass nicht erschrecken, wenn man schwitzen kann. Oh, so, dann fangen wir mal an. Tom sagt Mars Yard. Ach, scheiße, Alter. Fuck, Mann, ich wusste, das ist so einfach. Ja, wie ihr seht, das war jetzt war auch kein Testlauf. Das zählt auch schon als erster Punkt für mich. Ja, das zählt als erster Punkt für dich hier. Oh, nee, ich sehe das Tattoo auf jeden Fall. Ich halte hier mal schön meine Hand hin, der Kunde, der darf gar nichts sehen. Das ist jetzt bestimmt richtig peinlich. Ich glaube, ich weiß, welcher Schuh es ist. Ich muss allerdings fairerweise sagen, dass ich nicht die genaue Bezeichnung kenne. Das ist auf jeden Fall ein Adidas Torsion, das ist der graue. Wie hieß der denn nochmal? Das ist... fuck. Auf jeden Fall ist es der Schuh. Adidas Torsion, ja? Ja. Naja, ich lege mal weg, okay. Und wir behalten uns das mal hier vor.
Okay, also schön in die Scheiße gegriffen. Es gibt auf jeden Fall einen richtig und einen Fallstapel. Fuck. Das war gut auf jeden Fall. 1-1 steht es jetzt gerade. So, bitteschön. Also ich denke mal so, der Typ ist klar, oder? Was es ist. Ja. Das ist ein 1er Jordan und das kann eigentlich nur der Union Los Angeles sein. Der. Wenn ich jetzt wüsste, wie das Ding heißt, wäre es auf jeden Fall. Ja, das ist. Na, das ist hier, der gelbes Tag dran an der Seite. Ja. Ja, dann ist der Union Los Angeles. Also ich, sorry, das hätte jetzt auch aus der Reserve locken sein können, aber das war ich mir ziemlich sicher. Nee, das ist schon okay mit dem. Gut, 2-1 für mich. 2-1 für dich. Oh Gott, ich bin aufgeregt. Du Pisser, Alter, hier. Okay. Aber wie ich dich kenne, wird es eh nochmal richtig schwer, von daher. Also wie gesagt, ich habe ja auch kein Problem mit der Strafe. Deswegen, du denkst, du wirkst mir einen rein, aber. Nee, aber ich du wirkst mir auf jeden Fall einen ich rein. Ich würde dir einen rein. Das ist halt das Ding. So, jetzt kurz Konzentration hier, du lenkst mich ab. Naja, tick-tack, die Uhr läuft, ne? Ich halte jetzt auch gerne die Schuhe nochmal so, damit ihr mir auch glaubt, dass ich nicht gucke. Trash-Talking gehört dazu. Ich erkenne halt auch überhaupt nichts gehört. Das ist wahrscheinlich wieder was super Einfaches. Wie lange habe ich eigentlich Zeit? Na, ich würde mal sagen, jetzt noch so 30 Sekunden. Soll ich mal laut runterzählen nebenbei? So für die Entspannung. Na. Oh doch, warte mal, die Zunge, die kommt mir bekannt vor. Warte mal. Oh, mein Herz klopft. Ich glaube, das ist, und das war ein großer Fehler, dass du so viel davon geredet hast in den letzten Tagen. Oh, Scheiße. Der Yeezy 700 Static. Richtig? Wenn ich das jetzt wüsste. Fuck. Beschreib mal den Schuh. Welche Farbe? Na, so weiß-silber. Fuck, Mann, Alter. Fuck. Okay. Machen wir aus Spaß mal den letzten noch mit, aber. Marke 3-1. Achso, ich habe praktisch schon gewonnen. Du hast schon gewonnen. Ey. Ach, geil. Okay, dann können wir noch mal eine Bonusrunde machen. Ich sag mal so, wir machen jetzt den noch fertig. Ich habe gewonnen. Aber wir machen noch eine Bonusrunde. Das heißt, egal ob ich den jetzt richtig errate oder falsch, das Ergebnis ist ja klar. Wir machen dann auch noch einen Schuh, den Vincent jetzt live dann rauspicken kann. Wenn ich den richtig errate, dann bleibt alles so, wie es ist. Und wenn ich den falsch errate, darf er mich auch tätowieren. Einfach der Fairness halber. So, dann tätowieren wir uns gegenseitig. Das ist natürlich auch ganz gut. Also machen wir erstmal den hier. Vielleicht hätte ich dir den geben sollen und nicht, vielleicht, den, ja, und nicht den Yeezy. Vielleicht. Okay. Wie low in Air Force One. Ach, scheiße, okay, ja, gut, hätte ich dir vielleicht auch nicht geben müssen. Ja, das ist halt, du kennst. Also, man, ja, genau, man muss fairerweise auch dazu sagen, ne? Also, das ist meine Kollektion und natürlich habe ich über Jahre hinweg die Schuhe jetzt schon bei mir stehen, habe die schon erfüllt und ertastet, aber man kann das ja auch mal überlegen, in Zukunft dann wirklich mit Schuhen zu machen, die man gar nicht kennt, die von irgendjemand ganz anderen sind. Natürlich dann zu sagen, okay, man muss jetzt nicht genau aufs Modell gehen, aber zumindest ertasten, was es für eine Brand ist. Weil das hatten wir nämlich letztens im Durchlauf gehabt und das hat gar nicht gut funktioniert. Deswegen, also es ist jetzt eine sehr Momentaufnahme hier. Aber ja, einen letzten noch. Das heißt, ich habe jetzt praktisch 4 richtig und einen falsch wahrscheinlich. Also ich weiß es ja noch nicht. Und der letzte, der Nummer 6, der gehört eigentlich nicht dazu. Und wenn ich den jetzt falsch errate, dann darf Vincent mich auch tätowieren. Weil ich tätowiere natürlich jetzt Vincent. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich habe sogar schon eine Idee. Aber ja, let's go. Achso, du hast noch gar nicht. Nee, ich hab noch keinen. Es ist halt auch nicht so einfach hier, sich Sachen auszusuchen. Man kann ja auch mal überlegen, hättet ihr die Sachen erraten? Das würde mich mal interessieren. Das ist natürlich nicht so leicht zu sagen, wenn man das jetzt nur so anguckt und zusieht und denkt so, ja, das ist doch einfach. Das Problem ist ja auch immer, dass viele Silhouetten bzw. das Modell an sich dann nicht groß variiert. Und ich habe ja nur noch viele Air Force, Jordans und so. Und das ist gar nicht so einfach tatsächlich, aber grundsätzlich, ob ihr das gut findet, vielleicht können wir dann in Zukunft wirklich mal auch einen Durchlauf in einem Store machen, sag ich mal, dass man von einer Store-Wall irgendwie Schuhe runterzieht und die dann ertastet. Aber egal, ist nur so ein Gedankengang. Kannst du mal hier dein Händchen nochmal hergeben? Streck mal aus. Bitteschön. Okay. Und das ist jetzt der große, große, spannende Schuh. Okay, der ist sehr leicht. Oh, fuck. Warte mal. Wenn du den ersetzt, Alter, dann bist du auf jeden Fall. Dann bist du auf jeden Fall gut. Na, nicht so weit runterhalten, mein Lieber. Ist das ein Schuh von mir, Alter? Das ist ein Schuh von dir, ja, safe. Als ob deine Freundin hier so Kindersäcke anziehen würde. Naja, das größere Erfühlen ist gar nicht so einfach, aber jetzt natürlich, wenn ich jetzt so reingehe, merke ich es auch. Das
Was haben wir hier eigentlich? Achso, das ist dieser Pippus. Okay, einige lachen wahrscheinlich schon, aber... Na komm ey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Antwort aber jetzt und her damit. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Sag einfach mal irgendwas. Egal. Ich überlege die ganze Zeit, was der Punkt da unten sollte. Da auf der Zunge. Mir fällt es gerade nicht ein. Warte mal, lass mich ganz kurz noch überlegen. Nee, ich weiß. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, guess. Das war aber nicht der... Ach doch, warte mal. War das der Stussy Spiriton? Zoom? Leider falsch, okay. Leider falsch, mein Freund, leider falsch. Es war, kannst du die Augenbinde abnehmen? Ah, fuck, Alter, da den bin ich überhaupt nicht mehr gekommen. Ja, ja, das dachte ich mir nämlich, weil das echt so ein richtig unahnbares Modell ist. Aber das ist lustigerweise, warte mal ganz kurz. Ja. Ach nee, das ist ein Airstreak, stimmt. Ja. Oh, fuck. Fuck! Fuck. Und das ist übrigens dein Adidas gewesen. Ah, Awake. Ja. Ah, okay, okay. Ja, und ich wusste, mit Essex hast du so deine Probleme. Das haben wir bei mir schon rausgefunden. Das ist nicht so deine. Smarter Move. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe trotzdem dieses Spiel gewonnen. Vincent hat offiziell verloren, aber natürlich. Hat aber auch einfach gemacht, das muss man ja schon mal machen. Vor allem bei dem Easy Static war es richtig einfach so. Wie ihr seht, es ist natürlich nicht so einfach, aber es ist natürlich eine spannende Sache, auch immer wieder zu sehen. Deswegen kann man da auch echt überlegen, das mal breiter zu fächern. Ich bin auch ein richtiger Ehrenmann, deswegen darf nicht nur ich Vince tätowieren, worüber Vince wahrscheinlich sowieso nicht so sonderlich erfreut ist, sondern Vince darf auch mich tätowieren. Und ich denke mal, da werden wir bestimmt auch nochmal irgendwie einen Clip draus machen. Und ja, das war auch schon unser kleines Sneaker-Quiz, Erraten-Quiz, blind. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und Feedback, Kritik wie immer in die Kommentare. Daumen nach oben freue ich mich auch sehr, der Vincent auch. Und wir sind erstmal raus. Was hast du noch zu sagen? Ich hätte noch zu sagen, falls ihr gute Ideen habt, weil ich bin ein bisschen unkreativ, was das angeht, könnt ihr euch mal überlegen, was ich Willi tätowieren soll. Ideen auch gerne unten in die Kommentare. Und vielleicht suche ich mir da was Nettes aus, weil auch da habe ich natürlich die Hochherrschaft drüber. Umgedreht natürlich genauso, ne? Eigentlich weiß ich, dass ich ihm das BVB-Logo auf dem Oberschenkel tätowieren will. Oder Willi for Life ist auch eine Option, aber mal gucken. Wenn ihr coole, witzige Ideen habt, sagt gerne Bescheid. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wa? Bis zum nächsten Mal. Hau rein, peace ciao. Out. Fuck.